So, liebe Triathlon-Freunde, herzlich willkommen zur Patrick Lange Pace Challenge. Wir haben uns ein Experiment überlegt, denn Patrick Lange will auf diesem Laufkurs hier, oder irgendwann später, aber wir gehen schon davon aus, dass er es hier machen will, unter 2,30 laufen, den Marathon, in einer Langdistanz. Da fragt sich der normale Age-Grouper, erstens, wie soll das gehen? Und zweitens, wie fühlt sich das an? Also, wie soll das gehen? Man muss eine Pace laufen von 3,33, aber über einen Marathon. Und wir haben uns gefragt, ja, wie wird sich das wohl anfühlen? Und weil man nicht alle Fehler selber machen muss, haben wir gesagt, machen wir den für euch. Und wir probieren das einfach aus. Patrick konnte leider nicht, der hat was anderes vor am Wochenende und muss sich vorbereiten. Deswegen haben wir uns einen Patrick Lange Double ausgeliehen. Simon Müller, unser Kollege, hat glaubhaft versichert, dass er Patricks Pace wunderbar laufen kann. Und wir haben zwei random Age-Grouper dazu geholt, Frank Wechsel und mich. Wir machen beide Langdistanz-Triathlon, sind irgendwo im Mittelfeld. Was ist deine Bestzeit? 9,12. 9,12. Lange her oder kurz erst aufgestellt? 27 Jahre her. 27 Jahre her. Also meine liegt irgendwo bei 12,45 oder 47. Ihr seht, wir sind mittendrin im Spektrum und wollen jetzt mal ausprobieren, wie lange kann man die Pace von Patrick Lange laufen, die er hier rennen will, um Weltmeister zu werden. Und genau das probieren wir jetzt aus. Simon wird uns pacen und wir laufen hinterher. Los geht's. Gut. 3, 2, 1, los. Bist du sicher, dass das nicht so schnell ist, Simon? Bei 35. Was genau, 3,34? Bei 30 haben wir. Clément Mignon holen wir auch noch ein. Hey, stimmt genau, 3 Minuten, sehr schön, komm. Thank you.
Komm, 1 Kilometer. Sehr schön, komm, zieh. Eins, zwei, komm, komm. Eins, drei. Komm, zieh nochmal. Da war es nur noch einer. Respekt! Oh. Ja. Wie lange hat es gegangen bei dir? So, Simon, wie lange war es? Du hast die Zahlen gesehen auf deiner Uhr. Ja, also Splits haben genau gepasst. Ich glaube, ersten Kilometer sind wir 3,33 oder 3,34 niedrig durch. Also wirklich genau on point. Und bei dir waren es ziemlich genau 1,3 Kilometer. Also dann sind es knapp 5 Minuten. Ja, erschreckend und erstaunlich und höchst respektabel. Also, wir können es uns immer noch nicht vorstellen, wie es sich für Patrick anfühlt, aber für uns unvorstellbar. Das ist jetzt keine Überraschung, aber man sieht dann trotzdem irgendwie, ja, bei ganz normalen Menschen, da liegen halt wirklich Welten dazwischen. Und das, was wir für einen Kilometer laufen können, Simon ist ja Patrick Lange-Double, der fällt da raus, aber normale Age-Grouper sind dann halt komplett am Ende. Wir gehen jetzt in die Eistonne und dann überlegen wir uns mal, wie wir da 2 Kilometer draus machen können, oder? Nicht mehr heute. Also, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.